Hallo Mädels, heute habe ich mir überlegt für euch, wir machen mal so eine Frisur, die halt nicht ganz zu ist, die heute hinten halt ein bisschen offener ist, damit es halt auch nicht so ganz so streng wird. Und das zeige ich euch dann heute mal. Noch dazu muss ich euch sagen, ich habe mir einen ganz tollen Lippenstift jetzt gekauft für den Herbst. Also der ist halt recht lila, würde ich mal sagen. Der ist von Dior. Ein echt toller Lippenstift. Es ist halt ein Lippenstift mit viel Glamour. Der glänzt halt sehr schön. Fühlt sich sehr gut auf den Lippen an. Der hat sehr viel Feuchtigkeit, die er trotzdem an die Lippen abgibt. Die trocknen halt nicht aus. Dadurch ist er halt dann auch nicht ganz kussfest. Aber ich muss sagen, also wenn man dann halt mal mehr so den Eyecatcher auf die Lippen setzen will, dann nimmt man ein bisschen kräftigeren Lippenstift, wie den zum Beispiel. Und wichtig ist dann halt immer nur, dass man halt die Augen dann nicht zu krass betont. Der Lippenstift kostet 29,95, den kriegt ihr im Douglas, der ist von Dior. Das sind halt so die neuen Herbstfarben, die es jetzt im Moment gibt. Und er hält auch sehr lange, muss ich noch dazu sagen. Also so 2, 3 Stunden überlebt er ohne Probleme auf den Lippen, ohne dass da was passiert. So, dann kommen wir jetzt mal zu unserer Frisur. Dazu habe ich mir überlegt, wir machen heute mal so eine kleine einfache Frisur halt. Dazu teilen wir dann halt erstmal die Haare ab. Das könnt ihr immer ganz gut machen, indem ihr einfach mit so einem Kamm so entlang der Kopfhaut geht und das dann halt so runterzieht. Dazu braucht ihr dann halt so ein Klemmerchen, um den Rest der Haare halt mal wegzustecken. So. Dann nehmt ihr einfach die Haare, das was ihr rausgelassen habt, und dreht es halt einfach die ganze Zeit nah an der Kopfhaut zusammen. Und hinten rein steckt ihr eine Klammer. Wichtig ist halt, dass ihr die dann so nach hinten reinsteckt, dass ihr die so ein bisschen verstecken könnt, ne? So, dann teilt ihr euch das nächste Passé ab. Ihr könnt das natürlich auch abteilen mit so einer Zickzacklinie. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache das gerade. Da macht ihr dann halt auch wieder das Gleiche. Einfach halt so feste wie es geht drehen und immer wieder halt Haare mitnehmen. Das gleiche macht ihr dann auch auf der anderen Seite. Ich lasse jetzt mal hier vorne einfach so ein paar raus, damit es halt einfach nicht ganz so streng wirkt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr direkt vorne anfangen. Ich lasse jetzt hier vorne mal so eine kleine Partie einfach raus. Teile mir den Rest wieder ab.
am Hinterkopf halt dann nicht so ganz so flach zu werden, tupiert ihr einfach wieder den Hinterkopf ein bisschen an, dass ihr da ein bisschen Volumen reinkriegt. Dann könnt ihr, um dass das Ganze ein bisschen lockerer wird, zieht ihr euch halt das, was ihr denkt, das ist ein bisschen zu feste, zieht ihr euch dann halt wieder ein bisschen hoch, sodass das Ganze wieder etwas aufgelockert ist und halt nicht so ganz so nah am Kopf liegt. Und entweder lasst ihr es dann halt einfach so, dass ihr jetzt dann sagt, ihr lasst den hinteren Teil offen, oder das kann man halt auch ganz schön kombinieren, einfach mit einem Zopf. Sieht immer ganz schön aus. Wenn ihr es dann kombinieren würdet mit einem Zopf, würde ich euch empfehlen, ihr nehmt halt so ein kleines Gummi, macht den Zopf etwas seitlicher. So, und damit es halt einfach nicht nur einfach ein Zopf ist, zieht ihr das Gummi ein bisschen runter, macht euch hier in der Mitte so ein kleines Loch, wo ihr mit den Fingern so durch könnt, und nehmt dann diesen Zopf und zieht den einfach so einmal durch die Schlaufe durch. Dann schiebt ihr das Ganze wieder ein bisschen hoch. Und dann ist das Gummi halt versteckt. Man sieht es nicht mehr. Und man kann das Ganze halt so ein bisschen auflockern. Ja, das war meine schnelle Frisur für heute. So zum Arbeiten gehen oder einfach mal, wenn man nicht viel Zeit hat, um das Ganze ein bisschen trotzdem zu stylen. Und dann hoffe ich einfach, es hat euch Spaß gemacht, es konnte euch helfen. Und einfach abonnieren oder kommentieren oder bewerten. Ich wünsche euch viel Spaß, schönen Tag noch. Tschüss!